Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins mit der etwas blutigen Winzlings von Radegundis. Aber so wie sie jetzt gerade steht, sieht sie doch fast genauso groß aus wie Liliana. Vielleicht fehlen da so 2-3 Zentimeter. Naja, ist ja auch egal. Ja, unsere winzige kleine Radegundis steht immer noch vor dieser... Was ist das? Schmiede? Die hatten wir uns ja beim letzten Mal schon angeguckt. Und wir haben auch den Schlüssel. Und jetzt geht es weiter durch diese wilde Odyssee. Und ja, ich bin auch ganz froh, dass ich das mit der Liliana durchgezogen habe. Weil das lag mir schwer auf dem Bauch, im Magen. In der Magengrube. So. Nichtsdestotrotz, warum habe ich Morrigan nicht mitgenommen? Zum einen, ja, ich wollte mal auch ohne zwei Magier einmal herumlatschen. Zum anderen, es ist so eine sentimentale Szene und sie macht alles kaputt mit ihren dummen Sprüchen. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich Morrigan hier nicht mit dabei habe. Und es muss auch ohne zwei Magier gehen. Alistair, du wirst wieder unter den Schutz genommen. Tschakka. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich höre euch. Ihr könnt ruhig rauskommen. Geht doch. Hallo, mein Freund. Der Genlock. Und spüren der Genlock. Das war's mit dir. Oh Gott, ist ja nur mehr? Oh, Radegundis hat ganz schön Schaden genommen. Win, du solltest ein ganz klein bisschen aufpassen. Ganz klein. Minimal. Sei nicht ganz so viel zaubern. Nicht ganz so viel. Aber gut, was erwarte ich anderes von einer Magikerin? Egal, es macht trotzdem... Hallo Wölfe! Na dann, kommt mal her, ihr schnuckligen Biester. Du bist gleich tot? Win, jetzt darfst du richtig viel Power machen. Stirb, Mann, Alter! Was kommt denn hier noch alles an? Okay, die Mädels sind noch nicht unter Beschuss genommen worden. Bei dem Alistair lebt das Ganze hoffentlich noch. Lass mir in Ruhe. Sehr gut. Wurden hat die Steinfaust gemacht oder die Versteinerung und Alistair ist tot. Ach, Alistair, du machst mich fertig. Mein Freund, du machst mich echt fertig. Win, würdest du ihn bitte wiederbeleben? Danke. Da passte ein einziges Mal nicht auf. Ja, ein einziges Mal. Jetzt stirb, Wolf. Du Ekelhaften. Schlaf. Und dann stürze ich mich auf dich. Alistair, gütigster, nimm mal einen Trank. Radegundis, ich glaube, du nimmst auch einen Trank. Besser ist. So, und dann machen wir die Wölfe jetzt mal fertig. Da ist wieder irgendetwas explodiert. Gott sei Dank nicht in meinem Gesicht. Noch ein Toter. Jetzt mach schon, Radegundis. Bring ihn um. Hör auf, den Alistair ständig zu beißen. Oh, Gottes Willen. Ich hasse Wölfe. Ich hasse Mabaris. Ich hasse überhaupt alles, was hier auf vier Beinen läuft. Oh, der hat wieder was für uns. Ein toter Mabari. Mit einer schönen Rüstung. Die können wir vielleicht unserem Mabari anziehen. Ich bin mal gespannt. Diese braunen Teile, die sind ja immer etwas Besonderes. Und du hast was dabei? Kaylins Schild. Ist das wohl was für unseren kleinen Alistair? Lass mal gucken. Alistair. Kann er noch nicht mal tragen. Stärke von 38. Da bist du aber noch weit von entfernt, Alistair. Aber pass auf, du machst mal eben deine Wunde weg. Los geht's. Und dann gehen wir hier einfach mal weiter. Ja, Ostagar hat's in sich. Das muss ich wohl sagen. Und das ist erst der Anfang. Nee, geht mal alle aus dem Weg. Danke. Danke ins Feuer. Die dunkle Brut hat alles getan, um das Lagerfeuer zu schänden, an dem Duncan Nachtwache gehalten hat.
Möglicherweise ist die Macht dieses Mannes für sie noch immer spürbar. Ja, denkbar ist es, ne, weil die dunkle Brut, der Wächter kann zwar die dunkle Brut spüren, aber die dunkle Brut auch den Wächter. Kaylens Truhe. Jetzt erfahren wir die Wahrheit. Es ist also wahr. Er hatte die Orlais davon überzeugt, gemeinsam gegen die dunkle Brut zu kämpfen. Kaiserin Selene hat lediglich noch auf seine Antwort gewartet. Eine Antwort, die niemals kam und auch niemals kommen wird. Dank Loghains Verrat. Niemals ist eine sehr lange Zeit, Alistair. Geduldet euch und lasst kühlere Köpfe agieren. Eines Tages wird es Frieden zwischen uns geben. Ich hoffe, ihr lebt lange genug, um das noch mitzuerleben, Wynn. Und ich hoffe, die dunkle Brut tut das nicht. So ist es, Wynn. Ja, zu Loghain. Ich lese ja gerade die Bücher. Ich glaube, das habe ich schon öfters hier erwähnt, ne? Ja, und ich muss echt sagen, je mehr ich diese voranschreite in diesen Büchern, umso mehr kann ich Loghain verstehen und umso mehr tut er mir so manches Mal echt leid. Naja, da geht gerade mein Handy, ich bin gleich wieder da. Da bin ich schon wieder, das ging gar nicht so lang, da kann ich gleich zurückrufen, das ist kein Problem. Ja, ich spüre sie auch, Radegundis. Komm, lass sie uns fertig machen. Wynn, ich weiß, du machst gerade Mana-Anzug. Ich möchte ganz gerne, dass du wieder dieses Siegel auf Alistair machst. Ja, und das ist mir auch geschrieben worden. Das, oh Gott, alles explodiert um mich herum. Das ist ja fürchterlich. Oh, von da schießen auch welche. Ah ja. Ah ja. Hallo, mein Freund. Köpfchen, Radegundis, hau drauf. Sehr gut. Und jetzt auf den. Ganz schön viel Blut. Ja, ganz schön viel Blut. Liebster Alistair. Säcke. Mit einem Kurzbogen. Oh, da schießt einer. Alistair, komm. Komm da weg, sonst wirst du erschossen. Der schießt mit einer Balliste. Aha. Nett von dir, mein Freund. Aber ich weiß nicht, ob das so geschickt ist von dir. Aber selbstverständlich. So, dann nehmen wir hier mal alles auf. Und wenn... Wir sollten lieber vorsichtig sein. Irgendjemand weiß, wie man diese Stolperdrähte an welcher Stelle man sie entschärfen kann, der möge es mir sagen. So, passt auf, ihr Lieben. Ihr kommt mal hier nach hinten hin. Kommt schon. Und ihr bleibt mal ganz kurz hier stehen. Ich entschärfe dieses Ding mal konventionell. Steh auf, Radegundis, steh auf. Und dann wirst du den Halunken direkt mit der Bombe beschmeißen. Chaka, was hältst du davon? Und jetzt dürft ihr alle loslaufen. Wynn macht schon die Versteinerung, der ist okay. Und du, mein Freund, Chaka, bist versteinert irgendwo da hinten und zerborsten. Das ist gut. Wynn, schön, dass du die Verjüngung machst. Ich möchte aber lieber, dass du den Alistair wieder beschützt. Danke. Und Radegundis, hau auf den drauf hier. Jetzt bleib hier, Alter. Hinterher, Radegundis, hinterher. Bleib nicht stehen, Frau. Sehr gut, es läuft doch prima. So, Radegundis. Und da hinten, die bewirfst du mal mit Säure. Hoppa. Ihr sterbt gleich, Freunde. Chaka, wie gefällt euch das? Was soll das? Genau, was soll das? Ekelhaft. So, und dann war da noch dieses Wesen mit der Balliste. Auf wen schießt du denn noch, hä? Es sind schon alle tot. Schlaf, mein Freund. Ach nö, Radegund ist doch nicht in der Luft. Wunderbar.
Wunderbar. Und Wynn macht das durchaus tatsächlich. Sie versteinert erst, ne? Und dann haut sie die Steinfaust drauf. Das klappt mit dir an einigen Stellen sehr gut. Mit dieser Sachschnell-Taktikeinstellung. An anderen Stellen habe ich wiederum eher das Gefühl, es funktioniert gar nicht. Aber da scheint es tatsächlich zu funktionieren. Wie ihr wünscht. Ja, Radegund ist, wie ich wünsche. Eispfeile, dabei fällt mir ein, Liliana, was hast du für Pfeile? Gar keine mehr. Das ist nicht gut. Was hast du auf deiner Zweithand? Eispfeile. Dann nehmen wir die doch auf die Ersthand. Da und Eispfeile. Sehr gut. Und das ist König Merricks Klinge. Ist die besser als das, was Alistair jetzt trägt? Natürlich nicht. Alistair, es tut mir sehr leid, aber müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Eigentlich kann sie kein anderer kriegen als wirklich Alistair, ja? Alistair ist schließlich noch der letzte Sohn, überlebende Sohn von König Merrick. Ob er es nun will oder nicht. Reizend. Nicht wahr? Sehr reizend. Ich glaube, ich würde ganz gerne an dieser Stelle mal so langsam einen kleinen Zwischenspeicher machen. Wir haben ja schließlich einiges erreicht hier bisher noch. Und abgesehen... Oh, das Spiel speichert sich sogar automatisch. Ist auch okay. Abgesehen davon, dass sich das Spiel gerne hin und wieder hier in der Nähe vom Turm von Ishal aufhängt, wird es jetzt noch mal einen Tacken heftiger. Es ist Winter geworden, ha? In Ostagar. Okay. Oh nein. Ach, so einer bist du, ja? Na dann, komm mal her. Wir eigentlich die gesamte Verdammnis alleine bekämpfen. So ist es, Radegundis, leider scheint es so. Gut, dann pass auf, ihr Ekelhaften, die ihr da hinten ankommt. Ihr kriegt das hier jetzt von mir. Komm, Radegundis, kümmere dich um den da vorne. Oh Mann, Alistair, ernsthaft? Ach so, um dich herum ist mal wieder alles explodiert. Würdest du bitte die Gruppenheilung einmal machen? Danke. bleib hier, Hurtlock. Und Alistair, gütigster, greif den da mal an. Oh, das ist ein Skelettmajor. Nee, pass auf, komm mal zurück, Alistair. Und hilf uns mal hier hinten. Ich glaube, da sind wir besser mitbedient. Du bist schon mal Geschichte und du bist der Nächste, mein Freund. Chaka, geht doch. Und Alistair, du nimmst bitte einen Trank. Der da hinten schießt gerade einen Feuerball. Ah, das war's mit Alistair, okay. Wynn, würdest du bitte den Alistair wiederbeleben? Das wäre ganz formidabel. Die schießen auch hier rüber, die beiden. Ja, ist okay. Sehr gut. Der nächste, bitte. Sehr gut. So, mein liebes Skelettchen da hinten. Jetzt kümmern wir uns mal um dich. Das ging voll daneben. Wo bist du denn? Wynn, was kannst du machen? Du machst Mana-Entzug. Ich möchte aber, dass Alistair erstmal den hier einnimmt. Und ich möchte, dass Wynn ganz was anderes macht. Und zwar
Ach, sie kann noch keine Versteinerung. Verdammt. Na gut, dann mach einfach deinen Mana-Einzug und ich greife ihn mal an. Oder ich greife vielleicht doch erstmal den hier an. Stirb, Alter. Tschüss. Geht doch. Und dann greife ich ihn an. Sehr gut, Win. Sehr gut. Der hat zwar Alistair unter irgendeinen Bann gestellt. Ich glaube, das ist dieser Bann, den Rautz. Den auch Morrigan kann, ne? Dass ihn keiner angreifen kann und er aber auch selber nicht angreifen kann. Irgendwie sowas. Sah zumindest so ein bisschen danach aus. Egal. So, Skelettmagier, komm ja, her. In Ordnung. Naja. Naja. Reizend. Was du nicht so alles reizend findest, Radegundis? Genau, das ist, so wird es geschehen. Unglaublich. Ja, noch kommen wir ja ganz gut durch, ne? Und ja. König Kaelin. Was soll ich sagen? Verdammte dunkle Brut. Haben ihn einfach hier hingehängt, wie Jesus am Kreuz. Vergebt uns, mein König. Sobald wir die dunkle Brut aus ihren Löchern gejagt und uns etwas Zeit erkauft haben, kehren wir zurück und übergeben euch dem Erbauer. Das ist dein Bruder, Alistair. Du darfst es ruhig beim Namen nennen. Wir wissen es mittlerweile. Okay. Da willst du nichts Böses an, eine Truhe ausnehmen und dann sowas. Na dann, komm mal her. Du kannst lachen, so viel du willst. Du bist gleich tot. Das war's mit dir. Wo ist der andere? Wow, das sind aber einige. Und so wie mir scheint, stehen da auch welche an der Balliste. Ja? Könnte das sein? Seht ihr das da? Das ist eine Falle. Och nee, jetzt hat mich da einer voll in die Falle reingeschmissen. Ja, danke auch. So, wo sind die Kerle mit der Balliste? Jetzt steh endlich auf, Radegundis. Verdammt nochmal. Oh nein! Win. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich jetzt hier. Ganz, ganz dringend. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der Knilch mit der Balliste? Okay, pass auf. Dann komm mal hier, mein Freund. Dann komm ich hier rum. Bist du das? Bist du der Genlock, der die Balliste die ganze Zeit aus... Wow. Ja, Win ist jetzt da ganz alleine. Das mag mir so gar nicht gefallen. So, dann bitte, liebe Win, trink das und trink den. Und dann würdest du bitte den Alistair erwecken. Wo ist er? Alistair? Liliana, du musst noch ein bisschen warten. Ich komme gleich. Das ist ja auch kein Wunder hier. Hier ist ja die Hölle los. Und da ist Magier. Okay. Oh, ich habe doch Liliana erweckt und nicht den Alistair. Das war nicht ganz so klug. Ich muss jetzt ein bisschen hier aufpassen. Jetzt stirbt Genlock. Danke. Der nächste bitte. Ich kann das hier nicht alles alleine machen. Mädels, ihr müsst bei mir bleiben. Zwischendurch werde ich mal den Blick darüber werfen. Damit da auch wirklich nichts Böses passiert. Stirb! Und stirb! Na komm schon, jetzt. Geh doch rein. Geht doch. Liliana, du nimmst wieder einen Trank. Es ist mir jetzt völlig egal, wie viele Tränke hierbei draufgehen. Schlaf, mein Freund. Win, kannst du schon wieder wiederbeleben? Natürlich nicht. Gut. Wir haben es gleich, Mädels. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Nur keine Sorge. Wir kriegen sie alle klein. Einen nach dem anderen nehmen wir uns jetzt vor. Liliana, bitte nochmal so einen Trank. Es ist mir jetzt wurscht. Einen nach dem anderen.
Geht doch. Und Win, nimm noch mal so ein Mana-Dingsbums. Und du, ekelhaft, stirbst jetzt auch. Geht doch. Du warst das mit der Balliste, du sackgesichtiges Suppenhuhn. Schlaf, mein Freund. Jawoll, Win. So geht das. Also los. Oh. Ah, da hinten ist noch einer. Verstehe. Verstehe, da ist noch einer. Oh, habe ich die Balliste ausgelöst? Ich hoffe, ich habe keinen meiner Lieben getroffen. Das war's. Meine Güte. Das waren aber viele. Reizend. Himmelarm und Wolkenbruch. Puh. Naja, so langsam sind diese vier ein eingespieltes Team, nicht wahr? Naja, so mehr oder weniger. Du hast mittlerweile zwei Wunden. Nimm das mal ein. Liliana, du dürftest auch eine Wunde haben, ne? Wird erledigt. Nimm die mal ein und so langsam gehe meine Tränke zu Neige. Aber das macht nichts. Ich weiß ja jetzt, wie ich an Tränke komme. Ich weiß, nennt mich ruhig Cheater. Ich kann damit leben. Kann ich die Balliste abfeuern? Ja, ne? Okay. Ganz toll. So, dann gehen wir mal hier alles einsammeln. Wie ihr wünscht. Und vielleicht hat der ein oder andere ja noch so ein bisschen... Ich muss diese Beschichtungen auch mal verwenden. Ne? Ich vergesse das immer wieder. Weil eigentlich sind die auch gar nicht mal so schlecht, diese Beschichtungen. Aber selbstverständlich. Noch einer. Kaylens Handschuhe. Ja. Was mich interessieren würde, ich hoffe, ich schaffe es irgendwann, aber ich lese ja immer nur morgens im Bus, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, die Bücher weiter. Und damit das auf dem Heimweg dann nicht, weil diese Bücher sind alle auf Englisch. Und ich merke dann schon mal, wenn ich versuche, nachmittags nach der Arbeit diese Bücher auf Englisch zu lesen, dass die Konzentration dann doch so ein wenig nachlässt und ich das gar nicht mehr so schaffe, das Ganze auf Englisch noch zu verstehen. Verstehen ist vielleicht das falsche Wort, aber so, genau so wird es geschehen. Wirklich aufzunehmen. Ja. Meine Güte. Wie ihr das waren wünscht. Aber viele, wo? Holzkiste. Schwaches Tellereisen. Die kann ich auch noch entschärfen. Dann mache ich das doch. Weil das gibt jedes Mal Erfahrungspunkte. Die sind schon ausgelöst worden durch mir selbst. Ah, voll da reingefallen. Aber... Da schießt der Knilch mit seiner Balliste und schießt mich direkt in diese Falle rein. Unglaublich. Aber guter Schuss, muss man schon sagen. Guter Schuss, mein Freund. Experten, Schaden gegen Untote. Ich wünschte, ich hätte jetzt gerade den kleinen Dings dabei. Wie heißt er denn? Burans Jungen. Ihr wisst schon, wen ich meine. Der kleine Schnucklige. Zwergenjunge, der uns leider in Teil 3 nicht mehr begleitet. Feuerpfeile. Liliana, ich werde dir auch wieder schöne Pfeile machen. Schöne Pfeile. So, dann lass mich mal schauen. Ich mache mal ganz schnell einen Zwischenspeicher, weil hier geht es auch gut zur Sache. Da bin ich mir ziemlich sicher... Oder auch nicht. Doch, da geht's schon wieder los. Und da ist dieser... Boah. So, pass auf. Hurlock Gesandter. Win. Versteinerung, bitte. Auf den Hurlock Gesandten. Wo ist er? Du bist das.
Chaka. Jawoll. Und dann, liebste Win. Das. Oh, das hat gar nicht so viel gebracht, ne? Schade aber auch. Was kannst du noch? Das. Auf den Hurblock gesandt. Okay, Radegundis. Wir lassen jetzt Win mal machen. Lass meine Liliana in Ruhe, du kleine Ratte, du miese Kakerlake. Das ist meine Freundin. Und wenn sie einer schlagen darf, ach, jetzt ist ja auch gut. Natürlich würde ich niemals meine liebe Liliana schlagen, um Gottes Willen. Sehr gut, Win. Du bist die Beste, meine Kleine. Du hast den Gesandten gekriegt. Oh, und uns fast mit. Ich sollte Win einfach alleine machen lassen. Ja, in Ordnung. Aber ich glaube, dass ich sie direkt auf den Gesandten gelotst habe, war keine schlechte Idee. Wahrscheinlich hätte sie sonst irgendetwas anderes angegriffen und so war das doch eigentlich ganz gut, dass sie den Gesandten da fertig gemacht hat. Als erstes. Warum sie dem, diesen Magiern, ja, diesen Hurlock-Magiern ausgerechnet den Namen Gesandter gegeben haben, ja, also was ist das? Unter einem Gesandten verstehe ich jemanden, der mit irgendeiner Botschaft kommt, oder? Ihr doch auch, gebt es zu. Okay, Hurlock-General, meine Güte. Ja gut, Win, dann mach du mal. Ich greife mal den Knilchianer. Wow, wie viele sind denn das schon wieder? Sehr gut. Und der General ist fast erledigt. Meine Fresse. Bleib hier. Lass meine Frauen in Ruhe. Ich muss da gar nichts mehr machen. Die schaffen das auch ganz ohne mich. Alistair, du nimmst erst einen Trank. Selbstverständlich. Und dann, Uwin, machst du dieses Ding wieder auf Alistair. Wir und Radegundis, du gehst darüber und kämpfst wie eine wilde Maus. Eine kleine wilde Maus. Greif sie mal von der Seite an. Sehr gut, Radegundis. Ja. Tschüss, Urlock. Na gut, dann nehmen wir uns dir hier vor. Stirb, Mann. Wie geht's meinen Mann? Da hinten schießt irgendetwas auf Win. Bist du das? Bist du das, Ekelhaften? Nein, das ist der hier oben. Du kleine, miese Kakerlake. Komm her, mein Freund. Tschüss. Chaka, das war's mit dir. Ein guter Tag, was? Oh Gott. Ah, entschuldigt bitte. Aber das kam plötzlich. Meine Güte. Ihr nehmt jetzt alle erstmal ein paar Tränke und haltet Kaffeekränzchen miteinander und Radegundis. Ich erwarte eure Befehle. Oh Gott, das sind gleich zwei Kreischer. Zum Angriff. Das sind wie viele Kreischer? Zwei? Drei? Zwei, ne? Die Nummer eins ist erledigt und Nummer zwei ist gleich auch erledigt. Drei Kreischer? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Komm schon, Liliana, wir zwei Jungs. Oh, wir schlafen beide. Schon wieder? Liliana, das muss bis später. Ja, das muss bis später Zeit haben. Jetzt wird erstmal gekämpft. Und das waren sie, glaube ich, wieder alle, ne? Juhu, mein Gott, nee. Ja, dafür, dass die letzte Folge so viel Gerede war, ist doch diese Folge wieder sehr imposant. Sehr imposant, mit ganz viel Gekämpfe und so. So, wie es halt so sein soll in einem Rollenspiel. Immer eine gesunde Mischung zwischen Angriff, Verteidigung und Sozialleben. Und wer von euch schon mal Rollenspiele gemacht in Form von Pen and Paper oder sogar Live-Rollenspiele, der weiß das sehr zu schätzen. Auch das Soziale. So, Hurlock-General, was hast du denn von unserem Kaelin?
seinen Brustpanzer. Ich befürchte, auch den kann Alistair nicht tragen. So, habe ich jetzt hier auch wirklich nichts übersehen, wobei ich sicherlich hier wieder her zurückkomme, wenn ich denn im Turm soweit bin. Denn ja, jetzt geht es wieder hinein in den Turm. Allerdings wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Denn ich denke, dass ich jetzt hier auch wieder so eine knappe halbe Stunde mehr oder weniger aufgenommen habe. Und wir waren die ganze Zeit beschäftigt, von da vorne nach hier hin zu kommen. Und das mit ganz, ganz vielen Kämpfen. Ja, von daher, wie gesagt, jetzt hier wieder der Schnitt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet wahnsinnig viel Spaß heute mal an einer Folge mit ganz viel Haut drauf, so wie es sein soll. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!